Das Bündnis Sarah Wagenknecht wurde von öffentlich-rechtlichen Talkshows ausgeschlossen. Mit welcher Begründung? Das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Sarah Wagenknecht hat dazu auf ihrem Kanal nämlich eine kurze Mitteilung veröffentlicht. Juni ist Europawahl und folgerichtig beginnen jetzt bei ARD und ZDF die Vorwahlsendungen. Das sind diese inspirierenden Diskussionen, wo normalerweise jede im Bundestag vertretene Partei einen Politiker entsendet und die diskutieren dann miteinander über Gott und die Welt. Und genau so eine Sendung kann man sich heute Abend zum Beispiel im ZDF ansehen. Ja, da sind sie alle eingeladen, 7 im Bundestag vertretene Parteien von der Linken bis zur AfD. Kleiner Haken nur, es gibt mittlerweile im Bundestag 8 Parteien. Und das BSW wurde mal eben vergessen? Nee, nicht vergessen. Ganz bewusst nicht eingeladen. Denn auf Nachfrage haben die Sender erklärt, nein, nein, also das Bündnis Sarah Wagenknecht wird auch in den folgenden Wahlsendungen nicht dabei sein. Ja, offenbar ist die Angst der etablierten Parteien vor uns mittlerweile so groß, dass ihnen selbst eine starke AfD immer noch lieber ist als ein weiteres Erstarken des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Woran das wohl liegt? Vielleicht daran, dass sie ziemlich genau wissen, dass wir uns nicht durch Extremismus ins Abseits stellen und damit eine echte Chance haben, die Machtverhältnisse in diesem Land zu verändern. Und da will man mal eben alle Steine in den Weg legen, die man in den Weg legen kann. Ich bin mir sicher, dass die Wählerinnen und Wähler sich davon nicht verunsichern lassen. Aber trotzdem, es ist eine bodenlose Frechheit, uns einfach draußen zu lassen. Und wir werden das nicht hinnehmen. Und ich bitte euch alle, protestiert lautstark dagegen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Verbreitet diesen Short hier von Sarah Wagenknecht überall, wo ihr ihn finden könnt. Teilt ihn, ladet ihn runter, ladet ihn auf TikTok hoch. Den auf meinem Kanal, glaube ich, auch nochmal hochladen. Verbreitet das, wo auch immer ihr könnt. Und ganz wichtige Aufforderung an der Stelle, ganz wichtige Feststellung an der Stelle, der ÖRR ist unser politischer Gegner. Der ÖRR will den Erfolg des BSW behindern. Also jetzt versucht das BSW aus dem Diskurs auszuschließen, aber vor der nächsten Bundestagswahl, nach Ende der Europawahlen und spätestens nach Ende der Landtagswahlen im Osten, in diesem Herbst, werden die Angriffe viel, viel härter werden. Man wird versuchen, uns als Rechtsradikale, Rechtsextreme, Antisemiten, Putin-Freunde von Russland bezahlt oder man wird so eine bescheuerte Psyop starten, wie man es bei Maximilian Krah gemacht hat. Ich meine, hier ist ja so ein Bericht, also bei Maximilian Krah, da hat ein Verfassungsschutzinformant, der auch vorher schon Kontakte zum BND hatte, da ist den Geheimdiensten 1,5 Monate vor der Wahl eingefallen, das könnte ja tatsächlich ein chinesischer Spion sein. Also wir stehen schon seit über 10 Jahren mit dem im Kontakt, aber verhüften wir dem mal 1 Monat vor der Wahl, um Maximilian Krah zu schaden. Genau solche Aktionen könnte es auch gegen das BSW geben. Und der ÖRR ist ganz klar unser politischer Gegner. Es ist eine Institution, die uns hasst und das sollte uns klar sein und deswegen sollten wir uns, wann immer wir irgendwie in politische Macht kommen sollten, sollten wir uns für die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einsetzen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unser Gegner, er muss weg. So deutlich sollten wir das auch kommunizieren und wie gesagt, verbreitet in diesem Sinne die Botschaft hier von Sarah Wagenknecht über, schickt die an alle, die ihr kennt, ladet das auf TikTok hoch, ladet das auf Instagram hoch. Ladet das auf YouTube Shorts hoch. Es ist wichtig, dass die Leute von dieser erbärmlichen Cancel Culture des Öffentlich-Rechtlichen erfahren. Es ist wichtig, Stimmung gegen die Öffentlich-Rechtlichen zu machen, die offensichtlich keinen Bildungsauftrag erfüllen, sondern politische Propaganda im Sinne der Herrschenden verbreiten und kritische Stimmen aus dem Diskurs ausschließen.